Was Lockeres zum Abschluss, was macht am meisten Spaß gerade? Die Vielfalt der Themen. Also die Themen gehen einem nicht aus. Ich mache seit über 30 Jahren Data Analytics und habe überhaupt noch nicht das Gefühl, irgendwo an einem Endpunkt zu sein, sondern ich habe eher das Gefühl, wenn ich mir die vielen Startups auch anschaue, die vielen neuen Ideen, die vielen neuen Technologien, dass es nach wie vor ein sehr junger Markt ist und das macht einfach Spaß. Der Kontakt zu den Leuten und immer wieder neue Use Cases und dass die Herausforderungen nicht ausgehen, würde ich sagen. So was wie das hier, also mit meinem Team zusammenkommen, hier rumlatschen, die neuesten Themen aufsaugen und dann bei Projekten umsetzen. Das macht eigentlich am meisten Spaß. Ja, jetzt als Go-to-Market-Manager, gut, ich bin in der glücklichen Position für Fabric zuständig zu sein und Databricks und so das Thema Data Governance, unsere Lösung in deinem Bereich, ist natürlich ein super spannendes Feld, rein aus einer strategischen Perspektive und quasi in Deutschland mit unseren anderen Field Teams und Account Teams an der Marktstrategie für diese Produkte zu arbeiten, ist natürlich etwas, was ich schon super, super spannend finde. Also das genieße ich schon ziemlich aktuell. Ja. Die Vielfältigkeit. Also ich bin ja im Marketing und ich darf eben auf Messen gehen, ich darf Content machen, ich darf Social Media machen, genau, ich darf die Gadgets auswählen, auch schön. Und es macht einfach in der Gesamtheit sehr, sehr viel Spaß. Also ich habe ja so eine Dreifachfunktion, sowohl Sales als auch Geschäftsführung, aber mein Herz schlägt für die Beratung und mir macht am meisten Spaß, mit Firmen die Strategien für die nächsten Jahre zu entwickeln, um Daten in den Griff zu kriegen, aus Daten mehr rauszuholen und vor allem das in neue Geschäftsmodelle zu transferieren. Ja, also am Ende ist es ja immer, ich arbeite im Vertrieb und da geht es immer um Menschen. Ja. Man trifft sehr unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedliche Charaktere, auch unterschiedliche Unternehmen, man muss sich immer wieder neu drauf einstellen. Und jeder hat ja irgendwie gewisse Ziele, Herausforderungen und dabei wollen wir den Personen ja helfen. Und das heißt, man muss sich einerseits in die Menschen hineinversetzen, andererseits aber auch in die Unternehmensstrategie. Und wie man dann die fachlichen Ziele für Umsatzwachstum, Kundenzufriedenheit, innovative Produkte auf Kundenseite dann mit Daten und Analytics unterstützen kann, das ist einfach super spannend. Und da fühle ich mich sehr wohl, das macht viel Spaß. Am meisten Spaß macht es mir, Beziehungen mit Menschen aufzubauen, von anderen Menschen zu lernen. Um mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Da ist der Data-Bereich für mich total dankbar, weil du ja unheimlich vielfältige Menschen kennenlernen darfst auf dem Weg. Und das macht mir jeden Tag großen Spaß. An meinem Job, also ich bin jetzt Geschäftsführer für Deutschland, darf jetzt hier aus der Schweiz heraus expandieren in meine alte Heimat. Und das macht natürlich ultra Spaß, jetzt hier plötzlich wieder in Frankfurt zu sein, wo es vorher immer nur Zürich war. Nur ist jetzt in Anführungszeichen. Und das macht natürlich wirklich Laune. Jetzt mit dem schlagkräftigen Team, das wir hier aufgebaut haben in Deutschland, hier auf ein dynamisches Umfeld zu treffen und die Ideen, die Konzepte, die Erfolge hier weiter zu feiern. Genau diese Veränderung, weil ich bin jemand, der mag Veränderungen und Veränderungen bringen oft Verbesserungen mit sich. Das dann tatsächlich das Unternehmen dabei zu unterstützen, sich zu verändern, sich weiterzuentwickeln und unser eigenes Unternehmen weiterzuentwickeln, das macht mir am meisten Spaß. Vielen Dank dir, Hans-Peter. Na, danke dir auch. Cool, danke dir, Simon. Vielen, vielen Dank, Christian. Dankeschön. Danke, ciao. Ja, danke dir, Melanie. Ja, vielen Dank dir, Thomas. Danke dir, Stefan. Danke dir fürs Gespräch und danke für den Espresso.